Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte mich an dieser Stelle jetzt mal ganz persönlich und privat an Sie wenden. Es liegen aufwühlende Tage hinter uns. Deutschland ist, das spüren auch Sie, im Umbruch. Und in diesen politisch und kulturell unruhigen Zeiten braucht unser Land, das immerhin das Land der Dichter und Denker ist, mehr denn je Zusammenhalt und Zuversicht. Wir brauchen jetzt etwas, das uns in Deutschland zusammenführt. Etwas, das uns neue Kraft und neuen Mut spendet. Wir brauchen Musik. Wir brauchen vielleicht ein Lied für Deutschland. Ein Lied, das unserem schönen Vaterland nach all dem, was passiert ist, wieder Hoffnung gibt. Und wer könnte uns da mehr Inspiration sein als die zwei wichtigsten deutschen Musiker unserer Zeit? Zwei Lyriker von Weltrang, K1 und Pietro Lombardi. Denn diese beiden deutschen Ausnahmekünstler sprechen die Sprache des deutschen Volkes. Spanisch. Bitte erheben Sie sich für unser neues Deutschlandlied. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. La vida loca, mamacita. Ich buch uns mit der Visa direkt zum Flug nach Costa Rica. Ich fahr im Bentley, du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fahr mit Jetski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Ey Mann, ich folge dir auf Instagram und check deine Stories ab. Flieg über die Kommis, jeder wird bei deinem Body schwach. Ich geb dir damit immer like deine Bilder. Hast du gar nicht nötig diesen Scheiß ohne Filter. Nice wie Kendall oder Kylie, du kannst alles tragen, Baby, Sneakers oder High Heels. Deshalb kosen wir Rapperwort, doch nur ich mit dem Jet. Sei meine Adriana Lima, du bist süchtig so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva wieder Luca Mamacita. Buch uns mit der Visa direkt so ein Flug nach Costa Rica. Señorita.